Hallo Leute, heute werden wir mal über die Firma Blurex ein bisschen uns unterhalten, was die jetzt so an Sachen herstellen. Mehr, sage ich mal, so nach dem Intro. Oh, ich habe schon viel erlebt, aber das hier ist ein Modell, da sage ich einfach, das kannst du normalerweise gar nicht verkaufen. Das ist sowas von fricklich fragil, also das habe ich noch nicht gehabt. Das ist dieser klassische italienische Sportwagen, den die da haben in Rot. Der Maßstab von 1 zu 18 und hat nur noch zwei Teile, aber hat auch die Hersteller Nummer 102789, gut, hier ist er. Also so habe ich ihn jetzt soweit. So nehmen, wegstellen und nicht wieder anfassen. Also ohne Scheiß. Also dieses Ding ist so schlecht konstruiert, da kriegst du Pimpanellen bei. Ich stelle das Ding mal auf den Tisch hier, nehme jetzt mal die Kamera, mach die mal ein bisschen weiter runter, damit wir das auch sehen, was das für ein Drama das hier ist. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ganz vorsichtig, man kann daraus auch einen Targa machen. Das Dach kann man hier so abnehmen und dann ist es einen offenen Wagen. Ich habe das zu geschlossen gelassen. Eigentlich wollte ich einen zweiten kaufen, aber ich wollte erst mal gucken, wie der erste ist. Ich lasse es. Also das tue ich mir nicht normal an. Ich muss also sogar eine Schere nehmen, damit wir erstmal gucken, dass wir da erstmal hier was aufkriegen. Weil, ja. Gut, man könnte da irgendwas drauf machen, dass man es so weit kriegt. Das geht ja noch. Also das ist natürlich ein schöner Motor. Den haben sie gut. Den haben sie echt gut konstruiert. Also da kann man nicht meckern. Der sieht top aus. Räder drehen sich auch. Ja, also es ist auch kein Problem. Auch alles gut. So, jetzt machen wir den Spaß mal wieder zu. Das hätten wir schon mal. So, von hinten. Auch top. Top gemacht. Also die Form ist top. Geht nicht anders zu sagen. Ist top. Aber zu den Fragilien kommen wir gleich. So, hier auch vorne haben wir Schlafaugen drin, da kommen wir gleich zu. Türen gehen auch auf. Mit viel Glück fällt nichts ab. Geht auf. Die andere geht auch auf. Dann können wir mal kurz hier reingucken. Sieht anbrauchbar und alles Mögliche kann man so machen, ja. Ja, Sitze haben wir auch drin, zwei. Sieht auch schön aus. Also vom Aussehen kann man nicht sagen. Da kann man nicht sagen. Nur eben diese Bauweise. Hier muss ich wieder aufpassen, dass mir nichts abfällt. Oh, ist geschafft. So, und jetzt kommen wir zu einem speziellen Teil. Wenn das jetzt wieder abfällt, hänge ich wieder eine halbe Stunde da und fummel das dran. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ohne Ruck. So, jetzt kommt ein Widerstand, weiter geht's nicht. Das ist so eine frickelige Sache, dieses Ding hier dran zu kriegen, weil das hängt nämlich hier vorne auf zwei Noppen, da zwei Noppen. Und da drauf ist eine Dreierplate und da hängt dieses die Vorderschürze noch mit dran. Also das ist das Fragilste, was ich je gesehen habe. Da sehen wir auch das Ersatzrad hier vorne, aus der Kofferraum. Und Schlafaugen. Da kommen wir jetzt zu. Die kann man ja auf und zu machen. Ich will mal versuchen, dass ich es so aufkriege. Ohne dass mir hier irgendwas abbricht. Weil das ist wirklich eine Nummer für sich hier.
Also wenn man weiß jetzt, wie man das Modell jetzt darstellen möchte in seiner Vitrine, sollte man es machen und dann nie wieder anfassen. Weil es ist wirklich. Also die Klemmkraft ist mittelmäßig hier bei dem Modell. Also man darf hier, muss auch aufpassen, dass man hier, wo man anfasst, dass man hier nichts eindrückt oder sonst fällt hier irgendwas ab. Das ist ein Thema hier an der Seite, das hängt nur auf einer Noppe drauf. Und das hier vorne ist ein großes Thema mit dem Kofferraumdeckel. Ja, das, weiß ich, könnt ihr das sehen? Da haben wir diesen zwei Roboterarmen. Da ist ein Roboterarm und hier ist ein Roboterarm. Na, ich halte es mal so hin. Ja, dann sehen wir es. Ja. Da und da. Länger sind zwei Roboterarme. Also das ist wirklich eine Frickelei. Bevor ich jetzt das Video machen wollte, wollte ich schon mal so ein bisschen was aufmachen. Da habe ich natürlich das ganze Ding hier vorne mit Samtschürze abgerissen. Also das war semi-geil gerade. Da habe ich bestimmt 10 Minuten drin gesessen, das Ding wieder. Und ganz vorsichtig zumachen. Keine ruckartigen Bewegungen. Ja, das ist ein Thema. Also auch wenn es ein Displo-Modell ist, also das habe ich noch nicht gehabt. Also muss ich echt sagen, da ist irgendwas falsch gelaufen. Das ist wirklich falsch gelaufen. Vor allem, weil diese ganze Schürze da dran hängt. Scheißegal. Ich zeige es euch jetzt, was ich meine. Wie man so sagt, schön drauf geschissen. Ich nehme es einfach ab. So, das ist das, was ich. Da hängt die ganze Konstruktion dran. Ja, das ist hier vorne die Schürze. Hier sieht es von unten aus. Was wird dann hier auf diese Noppen drauf geklippt? So. Da haben wir hier zwei so Noppen, da auf der Seite haben wir auch noch zwei so Noppen. Also das ist so eine Frickelei. Also das hier ist das Beschissenste an der ganzen Konstruktion, was ich gesehen habe. Und diese Dinger hier fallen, wenn man das so falsch anfasst, auch jedes Mal ab hier. Hier die Seitenschwelle. Für die Frontscheibe. Das ist eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ist nicht schön. Also, ein Problem ist es auch, wenn man jetzt hier diese Schlafaugen, ne, auf und zu machen möchte. So, jetzt das ganze Ding jetzt. Das ist jetzt hier. Da sind zwei Noppen, hier sind zwei Noppen. Das ist da drauf und das da drauf. Und jetzt muss dieser ganze Spaß, dieser ganze Spaß, der muss jetzt da wieder reingeklickt werden. So, und das ist jetzt ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Die jetzt da drauf zu kriegen wieder. Ich habe schon wieder das Klicken gehört. Da ist da schon wieder irgendwas abgefallen, oder? Ja, da haben wir schon das Erste. Das ist eine Sache hier. Also ich habe schon graue Haare, ne? Aber die können auch grauer werden. Wenn ich sowas sehe. Vor allem, da muss ja Spinnenfinger haben, um das jetzt hier wieder dran zu kriegen. Also hier muss er echt mit Werkzeug arbeiten. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Das da jetzt hier wieder drauf zu kriegen, auf diese Noppen. Ohne dass sie die Schürze abbricht. Also das ist eine Kunst für sich hier. Ah, schon passiert. Da kann man machen, was man will. Einmal falsch gedrückt, zack, ab. Also das ist ein Thema, ein ganz großes Thema. Also diese Motorhaube hier. Nee. Also das ist. Also so ein Modell habe ich noch nicht gesehen. Und wenn man diese Schlafaugen hier jetzt dann machen möchte.
Da musst du auch jedes Mal gucken, damit du die da wieder vernünftig reinkriegst. Diese Schürze hängt jetzt hier noch auf diese zwei Noppen, da zwei Noppen, da zwei Noppen. Und dann haben wir diese Klemmen hier und die soll man jetzt hier wieder drauf fummeln. Da kriegst du eins zu viel bei. Also meinst du, was ich hier gekotzt habe und geflucht habe? Also das ist wirklich so eine Konstruktion. Seht ihr hier? Sobald man hier so eine Lampe hoch und runter macht, dann fliegen diese Dinger ab hier. Ah, mein Gott, das hängt nur auf einer Noppe hier vorne. Ah, das Beste ist, man macht einfach bloß den Deckel zu hier. Und fertig ist die Laube. Einfach drauflegen und gut ist. So, hingemacht hier, einfach draufgelegt und fertig. Also diese Funktion mit dem Auf- und Zumachen da, das kannst du vergessen hier. So, jetzt ist das Ding jetzt wenigstens wackelt zwar, aber wenn es im Ding steht, in der Vitrine ist mir das egal. Aber das hier habe ich noch nicht erlebt hier. Also so eine Konstruktion zu machen, da kriegst du einen Nervenzusammenbruch hierbei. Ah, jetzt habe ich das Ding auch noch abgerissen hier. Ah, das ist doch wieder scheiße. Wenn man hier was abmachen will, ne, da hat man das ganze Auto in der Hand hier vorne. Die komplette Schürze, das sieht aus wie ein Totalschaden. Mein Gott, nee, ey. Und das Ding jetzt da wieder reingefummelt kriegen hier. Ah, das ist ja, das ist ätzend hoch 3 hier. Mann, diese Scheiße hier, das ist die Schürze auch noch abgefallen. Leute, also, nee, du kannst nichts anfassen, da fällt ja alles auseinander. Ah, nee, schon wieder ein. Also, das ist, also, ich bin sonst nicht derjenige, der da rummeckert hier bei diesem Lumix-Modell, ne? Weil ich ziemlich viel davon baue, aber das hier, das ist eine Fehlkonstruktion. Also, das ist ja Scheiße hoch 3. Wirklich. Das ist echt der größte Mist, den man hier gibt. Also, was sie sich da einfallen lassen haben. Mann, 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 Mann. Vor allem diese Roboterarme da. Da brauchst du ja Spargelfinger. Habe ich das jetzt drin? Ach, wieder ab. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Ihr seht, so ein Mist machen die hier. Ne? Klemmen die hier den Rotz da drauf und dann sollst du dieses hier da drauf würgen. Da fehlt dann dauernd ab. Jetzt habe ich hier unten auch noch was abgerissen. Nee, ich werde noch wahnsinnig hier mit dem Modell. Also das geht überhaupt nicht hier. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt hier irgendeinen Scheiß, aber das Ding ist wirklich Schrott hier. Das ist Schrott. Jetzt habe ich es da drauf, jetzt habe ich es wieder ab. Also, jetzt habe ich das nächste abgerissen. Man kann ja nirgendwo anfassen zum Drücken, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wer lässt sich so eine Scheiße einfallen? Ah, und die Klemmkraft der Steine ist bei diesem Modell echt ätzend. Also, das ist eine Charge, die können sie eine Tonne kloppen. Mein Gott, nee. Also das ist jetzt nicht wirklich wahr hier. Und das hier nicht funktioniert. Da kannst du hier noch, da musst du echt Werkzeug haben, um da irgendwas reinzudrücken. Und wenn du was gedrückt hast, dann hast du die Scheiße wieder in der Hand hier. Oh. Gott sei Dank, die Klappe ist zu. Ich fasse da ein bisschen gar nichts mehr an hier. Das Beste, was ich machen kann. Und sonst drehe ich hier gleich am Rad und schmeiße das Ding in die Tonne. Wäre nicht das erste Mal, wenn ich das wegschmeiße. Aber das kannst du doch so nicht verkaufen, sowas. So ein Mist. Das verstehe ich nicht. Oh. Ich habe es gesehen, das ist ausverkauft. Gott sei Dank. Ey. Das ist rausgeschmissenes Geld. Also die Motorhaube und vorne nicht mehr anfassen. Ansonsten hast du einen Nervenzusammenbruch.
Wenn du noch was darstellen möchtest, dann kannst du vielleicht noch versuchen, hier mal dieses hier abzunehmen. Da ist noch eine Plate bei, die kann man hier vorne vormachen. Dann hast du so einen Targa. Ah, jetzt hängt das auch an jetzt an der Seite. Hier darfst du nichts anfassen. An dem Ding. Echt nicht. Mein Gott, nee. Es kann nicht so schwer sein, so ein vernünftiges Modell zu konstruieren. Aber das ist wirklich Kacke. Also das Ding hat hier Licht und Schatten, ey. Vorne ist Schatten und hinten ist Licht. Weil hier hinten kannst du wenigstens noch anfassen. Das ist wenigstens stabil. Ich sage jetzt, das ist stabil und jetzt versuche ich diese Klappe nochmal aufzumachen. Nicht, dass er gleich wieder was abbricht. Also so kannst du es ja in der Vitrine stellen. Da kannst du den Motor reingucken. Also das ist. Also bis hier ist alles gut. Also bis hier. Aber von da bis da ist Schrott. Also die Standequalität hier bei dem Teil ist wirklich. Ja, von saumäßig bis mittelmäßig. Also es ist ohne Scheiß. Also diese Charge ist echt Dreck gewesen. Da habe ich echt das Pech gehabt mit der Charge und. Gut, ich habe es jetzt so weit hingekriegt hier, weil ich wollte auch so Modelle nicht anfangen zu kleben, dann kann ich ja gleich nach Revell gehen. Und da irgendwas machen. Aber das hier ist wirklich scheiße hier vorne. Das ist wirklich sowas beschissen konstruiert, ey. So, schnell nochmal die Lampen hier so aufstellen, dass die Schlafaugen rausgucken. Aber ansonsten. Also vorne auf keinen Fall anfassen. Wenn ihr das Ding habt. Also das. Da hat er hier Flugfaktor hoch 3 hieß es hier. Ja, von unten her ist es stabil, das ist überhaupt kein Thema. Es ist nur im Telefon diese scheiß Schürze, ne? Dieses Schrott. Ja. Das ist absolut Fehlkonstruktion. Ja. Ansonsten ist gut. Gut, Farbabweichung sehe ich jetzt auf dem. Auf dem Ding, ja gut. Hinten ist ein bisschen da, sieht man was. Zwei Rotfarben drin. Aber es fällt nicht doll auf. Aber es ist jedenfalls nicht einheitlich. Das liegt daran, dass die Steine von überall her kommen. Wer weiß, wo sie die Steine gekauft haben. Normal müsste das welche von Lede sein. Aber nach der Klemmkraft wäre es Luan. Also die Schale ist wirklich Schrott. So, jetzt ist mein Puls wieder unten. Das Ding habe ich jetzt vorne wieder dran. Ey. Also wie gesagt, hier vorne nicht anfassen. Am besten die Motorhaube nie wieder aufmachen, wenn sie zu ist. Ansonsten lassen Nervenzusammenbruch. Hinten, das funktioniert. Ein Targa draus machen, das geht auch. Aber diese Scheiße hier an der Seite hier, ne? Die fällt, wenn du dagegen kommst, fällt die ab. Also, das ist. Ja, weil das ist nämlich nur auf einer Noppe hier drauf. Nur eine Noppe. Das ist echt. Ja, hier vorne eine Noppe. Das ist Rotze. Wir hätten es gleich weglassen sollen. Ja, das soll hier den, eigentlich normalerweise hier diesen Schweller darstellen. Nur nach dem ganzen Scheiß hier. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Passt irgendwie nicht. Also, keine Ahnung. Weil mir noch so dämlich dazu. Ja, das wird so sein. Aber so kann man es wenigstens lassen. Also Scheiben sind nicht zerkratzt. Sind ein bisschen milchig, aber gut. Sonst geht es. Also empfehlen zum Kaufen kann ich aber auf jeden Fall nicht, das Ding. Na, ich kaufe lieber ein anderes Modell. Das müsste normalerweise irgendeine aus der F-Klasse vom Italiener sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Motorhaube nicht noch falsch rum aufgeht. Da müsste ich jetzt gucken, aber in der Konstruktion ist es ja nun mal so, dass die das jetzt so gemacht haben. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass die Klappe nach oben aufgeht. Aber.
Gut, vielleicht war jetzt hinten kein Platz. Ich gucke da jetzt nicht mal rein. Wenn ich das mit einer Anfassung aufmache, dann habe ich sie abgerissen. Da müsste ich mich mal schlau machen. Aber ich meine, das müsste von so aufgehen und nicht nur so. Aber ich kann mich auch irren. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ob das nun so ist. Ja. Also vom Aussehen sieht es ja gut aus, ne? Man kann es auch an gewissen Stellen, kannst du es auch anfassen. Ne? Am besten im hinteren Bereich anfassen. Nicht hier vorne. Da vorne auf keinen Fall anfassen. Also hinten geht es. Also zum Spielen kannst du es vergessen. Wenn ein Kind das fährt einmal irgendwo gehen, dann ist das Ding ein Brösel, ne? Das Bröselauto. Ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen dazu, ne? Was hat es gekostet? 39,95. Gut, 40 Euro Schrott. Ja, vom Modell her, konstruktionsmäßig. Auch wenn es ein Display-Modell ist zum Hinstellen. Wenn ein Kofferraum da ist zum Aufmachen, muss es funktionieren. Ja, um nicht, dass du da ganz, ihr habt ja gesehen, ich habe es ganz vorsichtig genommen zum Aufmachen. Ich habe es ja nicht ruckartig gemacht. Ganz vorsichtig und das ist die Scheiße in die Sattel gefallen. Das könnte auch ein 4 sein. Fehler in allen Teilen. Nee. So, ich würde es dann bei mir ins Regal anstellen. Und wenn meine Frau es abstauben sollte und da fehlt irgendwas ab, dann hat sie ein schlechtes Gewissen. Das brauchst du nicht haben. Das Ding ist wirklich Schrott. Also hier vorne würde ich mit dem Pinsel gar nicht drüber gehen. Nee. Das würde ich eingießen in den Harz. Also, ich baue viel Bluebricks und bin wenig am Meckern, aber das hier ist die Höhe hier, was sie da abgeliefert haben. Das ist Frankensteins Gesellenstück. Also, nee. Also, so nach der Bauanleitung her ist das. Kannst du vergessen. Schlecht gemacht. Schlecht gelöst. Da hätten sie lieber das. Dieses publike Ersatzrad, was da drin ist, das hätten sie so rauslassen können. Und hätten da vernünftige Halterung reingesetzt, damit die Klappe aufgeht und hätten einen kleinen Koffer reingepackt. Das wäre besser gewesen, wie dieses olle Rad. Die neueren Autos haben überhaupt kein Dings mehr. Die haben hier so einen kleinen Kasten, wo du da deine Flüssigkeit mit reinpumpen kannst ins Rad bis zur nächsten Tankstelle. Irgend so ein wieder verschließbares Gummizeug, was da reingedrückt wird. Kannst du das Rad zwar wegschmeißen, aber ist egal. Und spart Platz. Aber das hier, das ist. Ja. Ich krieg sonst wenig schlechte Laune beim Bauen, aber. Wie ich vorhin diese Konstruktion schon gebaut habe, habe ich gedacht, oh Gott. Die müssen was getrunken haben. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Also dermaßen schlecht konstruiert, dann weiß ich nicht, ich muss einen schlechten Tag gehabt haben. Sonst macht er sowas nicht, dann sind die Autos top. Aber dieses Modell ist wirklich eine Hose gegangen. Also, auch wenn das jetzt hier ein Display-Modell ist, aber wenn man nicht mal hier anfassen kann, dass man die Klappe aufkriegt, nee, das ist wirklich, das ist. Ich bin zu 90% bei Alternativen unterwegs. Ich habe ganz selten mal was von Lego da. Aber das hier? Also das müssen sie nochmal überarbeiten hier. Das geht so nicht. Das kannst du nicht im Verkauf machen hier. Das kannst du gar nicht anbieten. Das kannst du wirklich kein anbieten. Also das ist wirklich. Nee. Ja, gut, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ich nehme das jetzt das Teil und stelle es ganz vorsichtig an die Seite, damit mir ja auch ja nichts. Achso, hier müsst ihr auch aufpassen, hier bei den Radkappen. Die haben da Radkappen. Das sind diese Zahnräder. Ja. Diese gelben Nüpsel, die da rausgucken, sind zu kurz. Die sind 2 mm zu kurz.
Wenn ihr Pech habt und ihr habt eine schlechte Achse, dann fallen euch die Kappen andauernd ab. Beim Bewegen, zum Kippen. Da müsst ihr aufpassen. Oder ihr müsst eben das kleben oder eben für die Schraubensicherung. Habt ihr dieses blaues Zeug, ne, wo die Schrauben sichert. Da ein bisschen drauf pinseln. Gibt einen blauen Touch dann, ne? Aber ja, also bei dem würde ich sagen, bei dieser Charge, also Sekundenkleber hätten sie beilegen können. Wirklich. Was gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen? Ich weiß nicht, ey. Also das habe ich noch nicht gehabt. Ich habe schon viele Autos gebaut von denen, aber das hier ist wirklich nicht gelungen. Also das ist Shit hoch 3. Montagsauto. Gut, ich will nicht weiter aufregen. So, ich werde dann mal das Video jetzt fertig machen und dann könnt ihr euch das angucken. Also, in aller Ruhe. Ich muss das erstmal noch rauchen, damit ich erstmal mit dem Kessel runterkomme. Das ist hier wirklich. So, ich sag mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hier aus meinem kleinen Studio. Dann zeige ich euch noch mehr Modelle. Und wirklich, welche, die besser sind. Andere kriegen es besser hin. Also bei diesem hier sind es. Okay, ciao.